Möge die Macht mit dir sein. Mir ist eine Vergenz der Macht begegnet. Der Junge ist gefährlich. Wird er ein Jedi werden? Ja. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Du hast eine gute Ausbildung genossen, mein junger Schüler. Sie werden keine Chance gegen dich haben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Raumfahrt klingt ziemlich gefährlich. Entschuldigt mich. Ich hasse es, wenn er das tut. Was, wenn ich euch nun sage, dass sich die Republik jetzt unter der Kontrolle des dunklen Lords der Sith befindet? Es gibt nicht genügend Jedi, um die Republik zu beschützen. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldaten. Du bist der begabteste Jedi, der mir je begegnet ist. Du bist nicht allmächtig, Anakin. Das sollte ich aber sein. Alles läuft genau nach Plan. Begonnen. Angriff der Klonkrieger hat. Was tust du denn da? Wohin schleppst du mich? Was anfangen? Eine Bilderbuchlandung. Das Ende dieses Krieges ist nah. Bald werde ich einen neuen Schüler haben. Ich bin nicht der Jedi, der ich sein müsste. Ich will mehr. Wir sollten das alles hinter uns lassen, solange wir noch können. Ihr steht unter Arrest, Kanzler. Du warst der Auserwählte! Erhebe dich, Lord Vader. Ganz so schlimm kann es doch unmöglich sein. Du bist doch hinter etwas her. Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job, du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer und ein Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Kannst du uns ein Schiff besorgen? Ja, ich kenne einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend. Hab da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. L3! Zerquetsche ihm nicht das Gesicht. Wer sind diese Typen? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Da kommen sie! Ich geb dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Volle Energie! Solo, a Star Wars story.
Jin, was auch immer ich mache, passiert nur zu deinem Schutz. Hast du das verstanden? Ich verstehe. Willst du hier raus? Unsere Rebellion ist die letzte Möglichkeit, das Imperium zurückzudrängen. Du könntest uns dabei helfen. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Was soll das? Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür? Man verlangt nach unserem Codenamen. Es ist Rogue. Rogue One. Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben, ist unermesslich. Wenn das Imperium solche Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Sie haben keine Ahnung, dass wir kommen. Haltet fest an diesem Moment. Die Macht ist stark. Lasst 10 von uns wie 100 wirken. Wir ergreifen die nächste Gelegenheit. Und die danach. Ihr seid doch Rebellen, oder nicht? Rettet die Rebellion! Rettet den Traum! Rogue One. A Star Wars Story. Okay, los! Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um Sie zu retten. Han Solo, Captain des rasenden Falken. Irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun. Gib dich der Macht hin. Die Macht ist wirksam bei diesem Namen. Hab ihn erwischt! Prima, Junge! Aber werd nicht übermütig. Ich weiß nicht, um was es bei diesen Schäbereien geht, aber es ist bestimmt deine Schuld. Sehen Sie sich das gut an. Was soll ich mir ansehen? Wir sitzen in der Patsche. Dies ist eine gefährliche Zeit für dich. Du wirst in Versuchung geführt werden von der dunklen Seite der Macht. Ich habe keine Angst. Du wirst Angst haben. Nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Ich liebe dich. Ich weiß. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. R2, komm sofort zurück! Ich stehe hier in meine Bestandteile zerlegt und du hast auf einmal einen Anfall von Pulsenwahn. Ja, endlich mal wieder. Und wie stehen unsere Aktien? Unverändert, wie immer. So schlecht also. Die Rebellen sind bald besiegt. Und der junge Skywalker gehört dann zu uns. Weder.
Stellen musst du dich bald wieder. Jagdmaschine im Anflug. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ganz wie du willst. Ich bin ein Jedi. Genau wie mein Vater vor mir. Wo wollen wir eigentlich hin? Ich kann unmöglich über Bauch sprechen. Wer bist du? Ich bin niemand. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Nichts wird uns im Weg stehen. Ich werde beenden, was du begonnen hast. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite. Die Jedi. All das gibt es. Die Macht. Sie ruft nach dir. Lass es einfach zu. Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. Was das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Komm schon! Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars, die letzten Jedi. Es ist ein Instinkt.
Die Macht brachte uns zusammen. Wir sind nicht allein. Viele Leute werden kämpfen, wenn wir sie anführen. Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich. Ich schon. Lange habe ich darauf gewartet. Und jetzt kommt ihr gemeinsam. Das ist euer Verderben. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Star Wars. Der Aufstieg Skywalkers.